Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar bin ich bei Sydney gerade in Berlin übers Wochenende. Also geplant wäre ein Little TJ-Konzert, aber da gab es jetzt irgendwie Probleme. Und auf jeden Fall, wir machen auch eine Fußball-Challenge und ich nehme euch einfach mit. Wir haben jetzt den Samstag, also ich bin seit gestern so später Nachmittag da und dachte mir, chill ich noch so, mache ich nur Offcam und ab heute filme ich, also Samstag, Sonntag filme ich. Und ja Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ein Abo da, falls ihr noch keins da gelassen habt. Kuss geht raus und ich würde sagen, wir starten das Video. Auf jeden Fall, so sieht Sydney's Streaming Setup aus. Und das sind das Sydney's Zimmer. Ich war so ein cooles Zimmer, ja. Guck mal, diese Schuhe. Bei mir zu Hause, ich habe 4 Paar Schuhe. Und was für Schuhe das auch sind. So, wir gucken jetzt hier Bulli-Leute-Konferenz. Marlon und Guardiol sind hier am. Hey, warte mal, Guardiol spielt doch heute. Stimmt. Das ist Gott. Auf Ernst, Daniel, wirklich, Bruder, du siehst am ehesten von uns einem Fußballer aus. Also wirklich. So krass. Ich finde wirklich krass, Guardiol. Aus dem Schwanz. Also? Also? Auf jeden Fall sind sie am Chillen, Leute, und gucken jetzt Bulli-Konferenz. Das ist unser neuer YouTuber, unser Pro. So, Leute, wir sind mit dem Bres jetzt hier. Wir gehen jetzt zum Hertha-Stadion. Das ist mein erstes Mal Olympiastadion, ne? Ja. Erste Mal. Als ob jetzt. Ja, erstmal Hertha-Stadion. Mein Hertha. Blau, hab ich dir erzählt in unserem Moritz, hä? Die Hertha. Ja. Ja. Auf den Straßen. Ey, das war wirklich krank. Leute, wir sind jetzt hier drin. Es sieht sehr krass aus. Und Willi hat mir gerade gesagt, dass ich aussehe wie Garnacho nach seiner dritten Impfung. Du siehst aus wie Garnacho mit Prozenten, Digga. Mann. Ja, Bruder, du red nicht. Was hast du eben gerade gesagt? Nichts. Ist ja dumm. So, Leute, ich bin gehypt. Erste Mal Hertha-Stadion. Wir sind in Presi Lounge. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wohin, aber auf jeden Fall bist du jetzt drin. Sind nicht geklärt. Unser Prost. Komm mich da so rein. Sieht krass aus, ja? Hier ist mein Bruder, mein Habibi. Nein, das sind sogar Habibi. Oh. Also ich bin jetzt das erste Mal im Olympiastadion. Sieht schon echt geil aus. Ich bin wirklich das erste Mal hier. Stimmung auch. 27 Minuten zwischen Hertha und Leipzig. Aber jetzt gute Chance. Ist nicht so viel passiert bis jetzt. Boom. 1-0 Leipzig. Tor ist gefallen. Keine Ahnung wie. Keine Ahnung wie. Und der Block freut sich da. Pressen am Essen auf jetzt. Nicht du, Bronzekarte. Was ist dein Name nochmal? Was ist nochmal dein Name? Ja, ich bin auch noch ein Choji. Ich bin 19. Oh mein Gott! Da spielt unser Freund Jesse den Gang kam, unser Bre. Ich habe mal mit ihm, wo er morgen erst rauskam, offstream haben wir ganz gut gespielt. So, Leute, wir fahren jetzt wieder zu Sid. Willi fährt. Warum, Eldos? Weil Willi der bessere Fahrer ist. Wird dabei Muskelkater haben. Nein. Willi ist der bessere Driver. Bro. Yeah, I got you. Der schnellere. Schlechter geht's ja auch nicht. Also? Scheiße. Komm, mach jetzt einen guten Greedy, komm. Ich kann gute Greedies. Also. So Leute, wir sind jetzt am Essen hier mit dem Bres. Schön, wir machen einen entspannten Abend. Und später noch Block. Heute Willi hat mir gezeigt, wie man richtig blinzelt. Zwinkern. Zwinkern. Hey, ich hab blinzeln. Scheiß Zocksucht, die Junge. So ein geiles Spiel, Digga.
So, Leute, wir sind jetzt spontan in Turnhalle gegangen mit dem Brief, beziehungsweise in Turnsaal. Und wir sind hier mit dem Brass. Ich bin das erste Mal in dieser Halle. So verbringt man einen Samstagabend mit seinen Jungs. Auf diese Look! Auf diese Look! Die Jungs springen gerade 2 gegen 2, Leute. Willi und Sid gegen Marlon und Bilo. Aha. Ui. Was ist Zwischenstand? 5-4? 6-4? So, Leute, wir sind zurück. Wir haben Slumpy geholt. Er war bei Litchi sein Konzert. Und hier, Sydney und Willi haben 12-9 gewonnen. Auf jeden Fall, Leute, Halle war sehr geil. Hier ist mein Brick, Guardiol. Halle war sehr geil. Erstes Mal war ich Halle. Und wir haben 3 gegen 3 gewonnen. Also Sid, ich und Willi. Okay, Slump Gold. Seid ehrliche Meinung, Bruder, zu unserem Trio heute. Ich, Willi Son und Sydney. Fair gespielt. Wir waren Memphis Grizzlies. Ihr habt fair gespielt und fair gewonnen. Fertig. Dankeschön, Mo. Dankeschön, dankeschön. Ey, das sieht gut aus. Ernst? Danke. Dankeschön. So, Leute. Gestern war ein entspannter Abend mit dem Briss in L.A. Und wir machen gleich Fußball-Challenges. Hier ist Willi Son. Und wir machen Marlon Fußball-Challenge Eli mit Jessic, Eli, Willi, Sid, Marlon und ich. Das ist der Squad. So, Leute, wir sind auf dem Hertha-Platz jetzt. Wir nehmen jetzt Fußball-Challenges auf für Marlon und Elis Kanal, glaube ich. Ihr wisst ja, ein bisschen so supporten und so ein bisschen pushen, Jungs, ihr wisst. Ein bisschen pushen und so. Wir sind hier auf dem Hertha-Gelände und ja, nehmen jetzt gleich alles auf. Auf jeden Fall, Garnacho wird performen. Wir sind jetzt hier auf dem Gelände, Leute. Wir planen gerade Fußball-Challenge und gleich machen wir. Da ist Gavi, CR7 und gleich wird performen. Ich schwöre, heute, ich werde wirklich alles geben. Dann habe ich Dortmund-Hose an und diese Schuhe. Na gut. Oh Gott. Digga. Outfit-Check. Schlimmste, mal den Jigger von oben nach oben. Schlimmste Antifußball aufgeregt. Man könnte wirklich denken, ich bin nur 19 Spieler. Obwohl, ja, Bruder, die Hose scheißt rein aufgeregt. Guck mal, den Skin. Ja. Boah, krass, Bro. Wie lange hast du trainiert dafür? Nein, du kannst gar nicht, Bro. Ey, immer, er hatet mich noch immer. So ey, ich hol dich auf den Boden zurück, das ist das Problem. Er steht 3-0 für mich. Ich hol dich auf den Boden, das ist 3-0 das für mich. Die Karte. Edin Dzeko mit wenig Verlauf. Aber Bruder, das ist doch Bruder. Ganz schlechte Chemie hier gerade. So sieht das hier aus, Leute. Ja, Sydney ist auch gecheatet, auf Ernst. Sydney ist Unlock All Account. Da ist mein Bro Risney. Du hast 9-9 auf Schuhe? Ja, Bro. Nee, what? So, Leute, Elis Fußball Challenge ist fertig. Sydney, wie war meine Performance? Arg. Gut, wie immer. Danke, Bro. Gute Schusstechnik. Ma, Bro. Ja, Bro, er hatet. Wie viel steht zwischen uns? 3-0, wirklich. Ey, Leute, ich hab gestern minus 1, 2-0. Nein! 2-0 nur noch zwischen mir und Guardiol. Mein Bruder Guardiol. Leute, ich hab gehatet. Gute Ernst, gut. Ich wechsle zu Delay. Nein, Ernst, gut. Delay League. Leute, ich kann leider nicht mitmachen bei Marlons Challenge. Nein, fuck, Digga. Scheiße. Ich würde wirklich gerne mitmachen bei meinem Bruder Herz. Aber mein Flug geht jetzt 19:20. Also 19:20 habe ich Boarding und es geht nicht aus. Oder wie lang ging jetzt Elis Challenge? Ging schon lang, ne? 1,5 Stunden, ne? 1,5 Stunden oder so? Das war schon krass, aber war auch intensiv so. So, Leute, Daniel war gestern ja bei TJ. TJ! Er hat ein Video. Er grüßt einfach. Moin, wir sind mit TJ. What's good? Could you do a shout out to my friend? His name is Vida Vey. Shout out my boy Vida Vey, man. Thank you. Aber ich schon, das ist wirklich gut gemacht. Ja, Bruder, so auf lässig und so, aber eigentlich behindert gestottert, Bruder. Ah ja, aber was du nervös? Ich hab gezittert gefühlt. Ich liebe den Kerl, Bruder, das ist meine Nummer 1. Also? Hill TJ! Hill TJ! Weißt du, wer Nummer 1 ist? Mama. Ist immer Nummer 1, Bruder. Deep, Bro, deep. Ernst. No problem, bro, flight. Ich hätte gerne mitgemacht, ich bin komplett ready. In Delay Sports, Garnitur, aber es geht leider nicht aus. Kelleck. Aber ich finde, ich habe bei Eli gut performt. Also,
seid auf jeden Fall gespannt, wenn Challenge kommt. Guckt euch noch einmal diesen Schuh an, den Eli bekommen hat. Hardwork beats Talent every time. Dann Elevate Bonbon. Und, Bruder, was ist das für ein krasser Schuh, ja? Ehrlich krass. Mein Bruder Sydney. Er hat, ich darf seine Hose behalten. Sehr fresh. Ich hab den nicht bekommen irgendwie. Auf jeden Fall. Shout out to my boy, wieder weg. So Leute, ich hatte vergessen zu filmen. Wir haben jetzt hier auch den nächsten Tag, weil mein Handy war leer. Ja, und ich bin alleine zurückgeflogen und es war knapp. Deswegen musste ich schnell machen und mein Handy war dann leer. Und ja Leute, deshalb habe ich nichts von Rückreise oder so, aber ich bin eh nur in Flugzeug eingestiegen, Gate und war zu Hause. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr geiles Wochenende mit dem Bres in Berlin. War sehr, sehr entspannt, wo ich jetzt noch Ferien hatte auch. Und jetzt ist wieder Hack. Jetzt ist wieder Lernzeit und auf jeden Fall, Leute, lasst alle ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, Leute, lasst Liebe da, Kuss geht raus und das war's von mir und bis zum nächsten Video. Ciao.